Schläge, Tritte, Geschrei, Hysterie und eine hochgradig aggressive Stimmung. Szenen auf dem Gerichtsflur unmittelbar nach der Urteilsverkündung im sogenannten Hamburger Ehrenmordprozess. Kameraleute werden angepöbelt und geschlagen. Verzweiflung schlägt um in Hass und Gewalt. Angehörige des afghanischen Familienclans greifen Fotografen und Reporter an. Hier versagen nicht nur die Sprache, sondern auch die Spielregeln zivilisatorischer Errungenschaften. Im Gerichtssaal selbst hatte der Tag in gespannter Erwartung begonnen. Ahmad Obeidi, der sogenannte Ehrenmörder, betritt den Verhandlungsraum durch den bewachten Zugang für Untersuchungshäftlinge. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Angeklagte seine 16-jährige Schwester Mörsal mit 23 Messerstichen getötet. Seine Eltern und die Geschwister sitzen auf der Zuschauertribüne hinter Sicherheitsglas. Vater und Mutter wirken zunächst tief verstört. Mörsals Schwester macht auf ihre Weise deutlich, was sie von dem Verfahren hält. Gleich darauf schirmt ihr Bruder sie von der Öffentlichkeit ab. Zu diesem Zeitpunkt weiß hier noch niemand, wie die große Strafkammer entschieden hat. Erkennen die Richter auf Totschlag und verminderte Schuldfähigkeit und folgen damit den beiden Verteidigern? Oder lautet das Urteil lebenslang wegen Mordes, wie es der Staatsanwalt fordert? Als Richter Wolfgang Backen den Saal betritt, bittet er wie üblich die Kamerateams, den Raum zu verlassen. Kurz danach wird er das Urteil verkünden. Ahmad Obeidi wird wegen heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen schuldig gesprochen und muss lebenslänglich hinter Gitter. Es gilt nun als erwiesen, dass er seine Schwester am 15. Mai 2008 auf diesem Parkplatz in Hamburg St. Georg lockte und sie aus Wut über ihren westlichen Lebensstil gezielt mit einem Messer tötete. Der Staatsanwalt hat es in seinem Plädoyer so erklärt: Die Welt des Angeklagten sei nicht unsere Welt. In seiner Vorstellung wiege die Ehre der Familie mehr als ein Menschenleben. Der Bruder selbst habe sich alle Freiheiten genommen, von Drogen bis zu wechselnden Intimpartnerinnen. Für seine kleine Schwester aber galten andere Regeln. Und dafür musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Bei Mörsals Beerdigung offenbaren sich die strengen Sitten der Einwandererfamilie. Frauen und Männer trauern getrennt. Die Männer folgen dem Sarg des toten Mädchens, die Frauen klagen im Abseits. Auch beim Thema Tod herrscht hier keine Gleichberechtigung. Für viele traditionsbewusste muslimische Familien ist das Leben in der westlichen Welt mit einem selbst auferlegten Ehrenkodex verbunden. In den Augen ihres Bruders hatte Mörsal die Grenzen überschritten und die vermeintliche Familienehre in den Schmutz gezogen. Vor Gericht hatte Ahmad seine Schwester unter Tränen als seine Herzschwester bezeichnet und beteuert, dass ihr Tod ihm aus tiefem Herzen leid täte. Der Richter gab auch den Eltern eine hohe moralische Mitschuld. Er deutete an, Vater und Mutter hätten ihren ältesten Sohn möglicherweise zum Vollstrecker ihrer Erziehungsmethoden gemacht. Nicht nur das Leben der Tochter und des Sohnes sind zerstört, sondern das der gesamten Familie. Nach dem Prozess können Verwandte Mörsals Mutter nur mit Mühe davon abhalten, sich auf die vielbefahrene Straße zu stürzen. Lass bitte uns in Ruhe, okay? Bitte versteht das. Eine afghanische Familientragödie im deutschen Exil.